meine sehr verehrten Damen und Herren. Der Supernarr darf nicht nur nach Veitshöchheim, nein, der bekommt auch diese wunderbare Trophäe. Aber bis dahin muss man natürlich erst einmal das Halbfinale schaffen. Und unsere Kandidaten haben sich wieder sehr viel einfallen lassen. Was halten Sie zum Beispiel von einem Hubkonzert? Also nicht, was jetzt Sie meinen vielleicht, dass auf der Straße Stau ist und dass man dann hupt, oder ein Konvoi wie bei der letzten Weltmeisterschaft, wo wir dann Weltmeister geworden sind. Nein, nein, was jetzt kommt, das ist wirklich unerhört. Freuen Sie sich auf unseren Frankenhuber Markus Schüler. Ja, da gibt es kein Auto mehr in der Rhön, dass es ein Hupen hat, oder? Nein, heute noch bei der Feuerwehr gewesen, alle raus. Heute darf es nicht brennen. Heute darf es nicht brennen, ist klar, ja. Ja, wie hat denn dir die Huberei gefallen, Martin? Ja, es ist ja ein richtiger Gaudi-Bursch, ein richtiger Gaudi-Kracher. Das ist ja unglaublich. Ja, eine sehr spannende, lustige Nummer, ein paar Melodien drin. Jetzt, wenn wir noch ein Wunschkonzert frei hätten, dass wir sagen, oh, hub uns doch mal die deutsche Nationalhymne oder was auch immer. Aber für was man, also warum die Hupen im Schritt sein muss, weiß ich nicht, weil die können wir sie doch sparen, weil wenn du da hinlangst, dann schreist du vor Lanze so laut. Ne? Aber hat sehr, sehr viel Laune gemacht und da ist ja ein riesen Fanclub dabei. Ist ja unglaublich, mit Transparenten und Hupen. Die haben wahrscheinlich alle schon mal bei ihm hupen dürfen. Aha. Ja, lieber Bernd, sagst du? Ja, ich mag es nur, normalerweise mag ich es nicht, wenn man mich anhupt im Auto. Ja, auch nicht in der Fasnacht, aber ich sag zu dir eines, hup weiter, es hat richtig Spaß gemacht. Ja, klasse. Und selbst die Amanda hat sich die Ohren nicht zugehalten, nein, was ich gesehen habe. Das ist doch ein heißer Anmachspruch, ja, wenn einer kommt, dann soll ich, drück mir meine Huten. Oh. Das ist ja, ja. Nein, aber man hat ja gemerkt, die Stimmung ist gleich übergesprungen, eine tolle Nummer, ja. Ja. Amanda war total begeistert. Ja, mit dem Huten. Der Michael Jackson hat sich auch immer einen Schritt gelangt, ja. Aber da hat sich gehupt. Da kommt wenigstens was, ja, da kommt wenigstens ein Geräusch. Ja, das ist ja. Ja. Guck dir das an! Noch einmal für mich. Das gefällt mir. Das glaube ich gleich. Ja? Also, großes Lob, hat Spaß gemacht, dazu zu schauen und tolle Stimmung gewesen. Hinten hast du keine Hupe, hinten hast keine Hupe. Ne? Weil das das dann ist bisschen, das Naturgeräusch. Wäre dann ein bisschen tiefer gewesen. Ja, ja, du, dann hast du, glaube ich, ganz gute Aussichten. Dann Dankeschön, Markus Schüler, unser Frankenhuber. Ein Lust.
lustiger Mix aus Melodie und Gaudi, sagt die Jury. Er hat auf der Bühne sofort gute Laune verbreitet, obwohl sich niemand gerne anhuben lässt. Die Frankenhuber Marco Schüler!